Urologe Michael Neier, was sagt du Menschen, immer beliebter zu werden? Ist das eine Erfahrung, die Sie teilen? Ja, das kann ich eigentlich bestätigen. Man hat das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Vasektomien im Land zugenommen haben. Genaue Zahlen kann ich jetzt eigentlich keine sagen, aber ein Aufwärtstrend in diese Richtung ist zu spüren. Kann man sagen, wer sich für einen solchen Eingriff entscheidet? Ist das klar abgrenzbar? Also es sind natürlich Männer mit abgeschlossener Familienplanung, meist im Alter zwischen 35 und 45 Jahren. Ich denke, dass das Thema unter den Ehepaaren oder Partnern auf jeden Fall ist. Es ist eine sichere Art der Verhütung. Es hat keine Nebenwirkungen, ist eigentlich sehr komplikationsarm und kann problemlos in der Lokalanästhesie bewerkstelligt werden in der Praxis. Warum es immer mehr wird, ich glaube, dass es Mundpropaganda ist. Es wird in den Medien ja eigentlich wenig bis nicht thematisiert. Ich denke, dass Mundpropaganda in der Familie, unter Freunden, da das Hauptargument ist, warum es mehr wird. Ich kann gerade ein gutes Beispiel bezüglich der Mundpropaganda noch schildern. Von einem bekannten Urologen hat sich da ist eine ganze Stammtischrunde zu ihm gehört zur Vasektomie. Sie haben es gerade erwähnt, das kann ambulant durchgeführt werden. Wie muss man den Eingriff vorstellen? Wie funktioniert das? Also der Eingriff gerade pro Seite circa 10 Minuten. Es wird die Haut am Hodensack und der Samenleiter lokal betäubt. Dann wird die Haut mit einer feinen Klemme ein bisschen auseinandergespreizt und mit einer speziellen Klemme dann der Samenleiter gefasst, ein Stück herausgeschnitten. Dann werden beide Enden verödet und abgenäht. Und dann noch ein Ende in eine spezielle Bindegewebstasche oder eine spezielle Schicht eingenäht. Und dann die Haut wieder subkutan, also unter der Haut, sodass man die Fäden nicht ziehen muss, verschlossen. Man sollte sich schonen für eine Woche bis 10 Tage, das ist wichtig. So hat man eigentlich kaum mit Komplikationen zu rechnen. Sie haben es gerade erwähnt, Komplikationen sind eher selten. Was kann es für, sagen wir es mal, Nebenwirkungen geben? Sehr selten, wie gesagt, ein Bluterguss, eine Infektion der Wunde, ganz, ganz selten chronische Schmerzen und auch wiederum selten eine Entzündung des Nebenhodens. Bezüglich der Erektionsfunktion und der Libido hat es überhaupt keinen Einfluss. Ja, also ein komplikationsarmer Eingriff. Wer trägt denn die Kosten von so einem Eingriff? Die Kosten werden von keiner Versicherung übernommen. Weder eine Klasseversicherung noch die allgemeine Versicherung übernimmt die Kosten. Die hat der Patient oder der Klient selber zu tragen. Der Kostenpunkt liegt zwischen 500 und 650 Euro im Land.